Ich bin sehr froh, dass Bernerinnen und Berner diesem Budget trotz grossem Defizit zugestimmt haben. Sie haben Verständnis für die schwierige finanzpolitische Ausgangslage. Wir haben hohe Investitionen, wir haben grosse Unsicherheiten wegen Corona und Steuerreformen. Es zeigt mir, dass die Bevölkerung Vertrauen hat in die Regierung, dass die Bevölkerung das Sparpaket mitträgt, aber auch, dass sie sieht, dass trotz schwieriger Zeiten die Stadt Bern attraktiv ist und auch attraktiv wird bleiben.